Wieder einmal lockte die Verleihung der Radio Regenbogen Awards viel Prominenz in die Baden-Metropole Karlsruhe. Der Medienpreis aus Baden-Württemberg wurde zum 14. Mal an 11 internationale Stars aus der Unterhaltungsbranche und den Medien vergeben. Britpop-Sänger James Blunt war nicht nur der besondere Schwarm vieler weiblichen Showgäste, sondern stach auch in der Kategorie Künstler international die Konkurrenz aus. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand Moderatorin Sylvie van der Vaart als Medienfrau des Jahres 2010. Die 32-jährige Niederländerin hatte sich von einer Brustkrebserkrankung vor 2 Jahren nicht unterkriegen lassen und so die Herzen des Publikums besonders gewonnen. Vor 10 Jahren habe ich meine Karriere angefangen in Holland. Und wirklich nicht, ich könnte es damals nicht bedenken, dass ich mal in Deutschland so eine Karriere aufbauen könnte. Als Duett des Jahres begeisterte die Gruppe Revolverheld mit Marta Jandova. Weiß nicht mehr, was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt. Und ich nur noch mehr verwirrt. Laudator Alfred Biolek überreichte den Charity Award an Babs-Sänger Wolfgang Niedeken für sein Engagement für ehemalige Kindersoldaten. Vielen, vielen Dank. Ich nehme den Preis sehr, sehr gerne an. Vor allen Dingen, weil ihn mir mein wirklich alter Freund Alfred Biolek überreicht. Als weitere deutsche Band wurden die Scorpions in der Kategorie Lifetime Rock geehrt. Als Medienmann 2010 erhielt Modeschöpfer Wolfgang Job die begehrte Trophäe von Model Eva Pattberg. Und ich weiß, was der Regenbogen in der Bibel bedeutete. Der bedeutete Versöhnung. Und alle, die mit mir im Krieg lagen, den möchte ich jetzt verzeihen. Und die mögen mir auch verzeihen. In Baden liebt man's gesellig und so klang das Event mit einer Aftershow-Party bis in die frühen Morgenstunden aus. Come on.